miteinander. Glück, ich weiß nicht, ich glaube, das Glück findet einem nicht. Das Glück muss man suchen. Das habe ich als kleiner Bub schon entdeckt. 1946 geboren, ich bin ein Nachkriegskind in Toggenburg aufgewachsen. Eisbarschuhe für den Winter. Geissenbub im Sommer. Die Schule, also Schulhaus, ich bin froh gewesen, das habe ich nur im Winter gesehen, das war seit die Gold, wo es geheizt war. Ich durfte eine Lehre machen nachher. Und dann habe ich das Glück angefangen zu suchen. Ich bin ausgewandert nach Südafrika. Aber mit dem Glück ist es ein bisschen wie der Fata Morgana. Man läuft und sucht und sucht. Und wenn man meint, man hat es gefunden, ist es schon wieder ein bisschen weiter weg. Und das hat mich durch die Welt getrieben. Es ist ja so, dass am Schluss auch so ist, dass Menschen manchmal das Glück sind für einen oder für andere. Ich habe Geschichte gemacht über eine taoistische rituelle Oper. Und durch das bin ich sehr viel in Asien gereist. Das ist ein Projekt, das ist heute unter dem Patronat von der UNESCO. Es ist ein Teil von der chinesischen Geschichte, von der chinesischen Kultur. Und ich bin sehr viel gereist in Asien. Ich habe überall die Überbleibsel gefunden, wie die Opern, die Menschen spielen nur für Göttergeister und Deities. Es schaut niemand zu. Wir haben 200 leere Stühle. Und die Truppe spielt für die Geister, die dann kommen und ansitzen. Und wenn sie dann happy sind, dann haben die Priester Zutritt zu der Energie. Für das bin ich sehr viel in Thailand gewesen, weil in Thailand gibt es noch ethnische chinesische Gruppen, die noch sehr authentisch leben. Und am Abend wollte ich mich treffen mit dem Rudi Hofer. Der Rudi Hofer ist der Konsul von Österreich. Man will jetzt Nacht essen. Die Kleinstadt hat Udon Thani geheißen. Das ist eine Grenzstadt. Und auf dem Weg dorthin habe ich ein Mädchen gesehen in einer Ecke, die gebettelt hat. Sie hatte ein Tuch über dem Gesicht. Und ich habe dann ein bisschen Geld in das Büchschen gerührt und dann ist das Tuch hochgegangen und mir ist das Herz stehen geblieben. Ich habe in das Gesicht hineingeschaut, wo ich mir nie vorstellen konnte, dass das Gesicht so aussehen kann. Ein weißes Auge, komplett verbrannt. Und ich bin ganz schnell weiter und bin dann zum Rudi ins Restaurant und gesagt, Rudi, ich kann nicht essen. Ich habe etwas gesehen, es beschäftigt mich. Komm, ich gehe zurück. Ich muss wissen, was ist mit dem Mädchen passiert. Ich bin dann zurück, aber das Mädchen war nicht mehr dort gewesen. Vermutlich habe ich zu viel ins Kessel gerührt, ich weiß es nicht. Nächsten Tag, bis ich suche, habe ich sie wieder gefunden. Dann habe ich sie angeschrieben, zuerst in Englisch, keine Antwort. Dann so zwei, drei Bröckchen Thai, sie hat auch keine Antwort gegeben. Dann kommt ein Thailänder, der hinter mir durchläuft und sagt, du mit der musst Khmer reden. Die kommt aus Kambodscha, das ist eine Bettelpuppe. Ich sagte, was ist das? Ich sagte, ja, die hat man extra hergerichtet, so, dass sie mehr Geld macht. Ich sagte, das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein, dass Menschen so etwas machen. Ich bin dann schauen, ob ich einen Dolmetscher finde. Ich habe dann einen gefunden und am nächsten Tag bin ich wieder dort hin. Und das Mädchen hat uns ihre Geschichte erzählt. Mit 5 ist sie verkauft worden für ihren Eltern für $5 an einen Mann. Der hat sie ein Jahr lang gebraucht, sexuell missbraucht. Er ist irgendwo, hatte genug nach einem Jahr, er hat sie weiterverkauft in ein sogenanntes Battlesyndikat in Phnom Penh. Dort hat man sie auf die Straße geschickt, um Geld zu sammeln. Sie hat zu wenig Geld gemacht, man hat einen Schweißbrenner genommen und hat ihr das Gesicht und den Körper zur Unkenntlichkeit verbrannt. Sie ist 15 Mal verkauft worden, meistens zwischen 10 und 15 Dollar hat sie gebracht. Fürchterliches Leben. Man muss sich das mal vorstellen, die Brandwunde, sie hat nicht mehr können essen, das war verwachsen gewesen, das hat fürchterlich ausgesehen. Ich mit meinem Freund, mit dem Rudi Hofer und mit dem Dominik Lüttimann, er ist mein Nachbar, haben wir sie dann zurückgebracht nach Kambodscha. Wir haben sie in ein Waisenhaus gesteckt, zu Sunrise, zu der Geraldine Cox. Und ich habe dann zu der Geraldine Cox gesagt, wer macht so etwas? Da hat sie gesagt, Hannes, ich habe ganz viel von diesen Kindern. Aber wenn du weißt oder wenn du willst wissen, wo die herkommen, dann musst du auf die Müllhalde außerhalb Phnom Penh. Ich bin auf die Müllhalde. Seitdem lebe ich auf der Müllhalde. Jeden Monat dort, habe meine eigene Hütte, betreue 186 Familien. Die Familien verdienen, wenn sie das vierte den ganzen Tag bei 40 Grad auf der Müllhalde arbeiten, Recycling machen, wenn sie Glück haben, heute noch 35 bis 40 Rappen, ein Kilo Reis kostet 90 Rappen. Wir reissen Plastiksäcke auf, wir schlachten Hunde, Ratten, Müsse.
Wir versuchen uns so zu ernähren. Es gibt keine Bildung, es gibt keine medizinische Versorgung. Und es gibt kein Essen, kein sauberes Wasser. Und die Zustände sind fürchterlich. Das ist so, wie wenn der Tsunami zuschlägt. Aber so ist es bei uns jeden Tag, das ganze Jahr. Ich habe dann angefangen, Reis zu kaufen, Plastiktücher, dass ich die Hütte nachher decken konnte. Die Leute ins Spital gebracht, habe mich angefangen, mit dem auseinandersetzen. Und das hat dabei zugeführt, was ich gemerkt habe, nach 2 Jahren, als ich jeden Monat 3 Tonnen Reis gekauft habe, 4'000 Liter Mineralwasser in 5 Deziliter Fläschchen und etwa 500 Büchsen Milchpulver, weil die Frauen sind alle krank, die haben Typhus, sie haben AIDS, sie haben Malaria, sie haben Enzephalitis. Über ihre Muttermilch an die Kinder. Und ich habe gedacht, das müssen wir stoppen. Die Frustration war, nach 2 Jahren, habe ich immer wieder 3 Tonnen Reis kaufen. Ich musste immer wieder Plastiktücher für die Hütte kaufen. Und ich musste immer wieder Milchpulver kaufen. Wie verändert habe ich eigentlich nichts. Das war eine Pflasterli-Politik. Da habe ich gefunden, das geht nicht. Das muss nachhaltig werden. Es muss eine Sustainability haben. Die Menschen können Geld verdienen, dass sie sich selber ernähren können, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken können. Sie müssen so viel Geld verdienen, dass sie auch in ein Spital können. Und ich habe meine ersten Start-up-Capital-Projekte gemacht, nämlich Hühnerfarmen und Fischfarmen. Das war sehr erfolgreich. Ich hatte in kurzer Zeit ganz viel von diesen Hühnern und Fischfarmen gehabt. Aber Sie müssen sich mal vorstellen, ich will sogar behaupten, dass 70-80% von allen Kambodschanern, die über 30 sind, ihre eigene Sprache nicht lesen und schreiben können. Und das finde ich natürlich eine Katastrophe. Das ist durch die brutale Geschichte, die Kambodscha natürlich hatte. Ich habe eine Stiftung gegründet in der Schweiz, das heisst ein gemeinnütziger Verein, Smiling Gecko. Und wir kümmern uns heute um das. Das sind spezielle Projekte. Kambodscha ist eines der korruptesten Länder. Wenn Sie als ausländische NGOs dort hinkommen, dann müssen Sie zuerst mal die Hosen runterlassen und dann müssen Sie die Hälfte vom Geld abgeben. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, wenn ich aber ein lokaler NGO bin, wenn ich ein Smiling Gecko Kambodscha gründe, dann komme ich um das herum. Das haben wir gemacht. Und zudem haben wir relativ sehr schöne Projekte. Und ich will das eben zeigen mit meinem Film. Each photo tells a unique story. And each story becomes a stunning photo. Eine Geschichte zu erleben war mir nicht gut genug. Ich musste sie leben. Realität zu inszenieren, das war mein Ziel. Hannes Schmid takes us to the most exciting locations in the world. Where other photographers reach their limits, he goes a step further to create images that have left their mark on the memory of entire generations. Treat your eyes to an amazing journey. Switzerland stands for tradition, quality, and neutrality. Hannes Schmid transforms these social values and responsibilities into his works. His untiring curiosity and risk-taking prompt him to create images. He is an artist whose path to finding his obsession has been unconventional. Dieses Auswandern nach Südafrika, das war für mich dieser Schritt in diese Freiheit. Dann diese Zeit, diese 4 Jahre Afrika und diese Zeit in Südostasien, das war meine Lehre als Fotograf. Aber ich habe nicht des Bildes willen fotografiert. Dieser Weg zu diesem Bild, das war mein Erlebnis. Alle anderen Fotografen oder Bildschaffenden, die haben immer für dieses Resultat gearbeitet. Ich nicht. After leading such a life, Hannes Schmid found entrance into an utterly new family. The tribe of the rock stars. He accompanied the biggest rock legends of our time.
Eigentlich habe ich 8 Jahre lang Familienfotos gemacht. Das Lustige war auch, dass meine Bilder niemand wollte zu dieser Zeit, weil meine Bilder waren nicht glamourös. Aber die Bands, denen haben diese Bilder gefallen, weil das war ihre Identifikation. Und heute, wenn man zurückschaut, ist das ein einmaliges Dokument dieser Zeit. Hannes Schmid transformed the fascination for the trivial behavior of the bands, the uniform appearance of the fans, as well as the political revolt of an entire generation into a unique portrait of an era. In the 1980s, Hannes Schmid got discovered by the prestigious world of fashion and advertising. Contemporary critics were stunned by his new approaches, and he created extraordinary motifs and visions for renowned fashion designers such as Kenzo and Armani. Aber ich war immer noch kein Modefotograf. Also ich war nur dieser Typ, der diese Realität, meine eigene Welt, für mich eigentlich inszeniert hat. Hannes Schmid traveled the most extraordinary places on this planet, from the extensive steppes of Africa to the Earth's highest mountaintops. All of them served as backdrops for his pictures. Das Lustige war, dass viele auch von den Topmodels immer sehr, sehr gern mit mir gearbeitet haben, weil die haben gesagt, ich kann da was erleben, das ich sonst nicht erleben kann. Das ist once in a lifetime. This is how never-before-seen pictures came about, which had an important impact on fashion photography. That was Hannes Schmid's breakthrough. In his photographs, he masterfully achieved a balance between art and commerce. Schmid decisively shaped the cowboy of the Marlboro commercial, which became a legendary global icon. Von mir wollte man keine Werbebilder. Man hat gesagt, wir brauchen etwas Frisches, etwas Neues, etwas anderes. Und so habe ich hunderte von orangen Bildern erzeugt, mit ganz einfachen Szenen, wie so Cutouts, wie so Scherenschnitte, oder? Und die waren natürlich sehr eindrücklich, vor allem auf Straßenplakate, und haben diese Wärme vermittelt, diese Nähe, aber auch unsere Sehnsucht wiedergespiegelt. Und das war genau das, was sie wollten. Und so habe ich über 10 Jahre dieses Image geprägt. And that's how, for once, a Swiss person provided Americans with an identity, which up to this day is firmly rooted in the minds of people. His stories not only influenced generations, but also helped small marginalized groups to attain global attention. In Singapore, Hannes Schmid, with an open heart and open eyes, encountered a phenomenon which instantly intrigued him. Hannes Schmid's project, For Gods Only, prompted the UNESCO to take a fascinating spiritual rite under its patronage. This is just one example for his increasing engagement for the preservation of such cultural happenings threatened by extinction. Es war eine taoistische rituelle Opernaufführung, die nur für Götter, Geister und Deities ist. Aber das war für mich natürlich faszinierend, dass es Leute gibt, Menschen gibt, Schauspieler gibt, die ein Leben lang vor leeren Stühlen spielen. 2007 war die letzte Aufführung dieser Oper. Diese Geschichte ist verschwunden, die gibt es nicht mehr. Die Leute waren zu alt, sie konnten diese Aufführung nicht mehr machen. Und über mich lebt jetzt diese Geschichte weiter. Mein künstlerischer Gedanke dahinten war eigentlich, dass ich diese drei Formen der Kunst auf ein Blatt Papier zusammenführe. The Art to Perform, also die Kunst des Theaters, die Kunst der Kalligraphie und die Kunst der Fotografie, und das alles auf einem Blatt zusammenfinde, so dass es transparent ineinander schmilzt.
Transformation is a term best describing Heinrich Schmidt's works. Another proof of this is his oeuvre on the important topic of Formula One. Ich wollte dieses Auto anders darstellen. Ich fand, dass dieses Auto ein Kunstwerk ist, aber nicht, wenn es auf dem Boden steht, auf vier Rädern. Das gab natürlich eine komplette neue Vision dieses Formel 1. Legendary Photo Series created a surplus value for the popular motor racing sports and made people ask for more. Ich würde gerne ein Auto in die Salzseen von Bonneville bringen und ein Landspeed-Rekord erstellen. Ja, der CEO war natürlich begeistert. Er sagte, that's a super day, we're riding motorsport history. Und so, ja, genau. Da sagt er, ja, talk to the team. Da habe ich gesagt, ja, willst du dann nicht wissen, was es kostet? Dann sagte er, ja, weißt du, Hannes, große Firma, große Träume. Fragst du, was ein Traum kostet? Hannes Schmid was able to win over the team for his vision and accompanied the venture from its developing to its production stage. Through the feature film Bonneville, The Final Run, which evolved out of all of this, Hannes Schmid's idea of setting up a land speed world record shaped the history of motor racing. The mobiles are monumental design objects aiming to bridge differential cultures and to represent the cosmos as mechanism. Each part of the mobile is turning, leading to a perpetual movement expressing the Taoist principle of the constant transformation of life and human beings. The five mobile sculptures embody the five elements of the Taoist belief: wood, fire, metal, water, and earth. According to the ancient Chinese teachings of Taoism, these five elements stand for the five stages of the transformation of every living subject. The charity project Smiling Gecko serves Hannes Schmid to fight mistreatment and exploitation of Cambodian children and adults. In the framework of this nonprofit project, he perceives it to be his duty to meet with his social responsibility as an artist and make a contribution via his works and his competence. In Cambodia, thousands of people live on the slums and waste hills. They have nothing to eat but toxic food and become sick. They have no access to education, medical care, and clean water. 4.6 million people live below the poverty line of $1 per day. They work hours in factories for only a few cents without social and medical insurances. Due to their extremely poor situation, they become slaves of human traffic and prostitution. Hannes Schmid believes that the only way to improve durably their situation is to help them become independent. The Tuk Tuk strategy helps families to get an income of up to $300 per month. Men can support their family and send their children to school. 60 kilometers outside of Phnom Penh, Smiling Gecko is building the infrastructure for the Family Agriculture Project on 57,000 meters squared. Smiling Gecko works with local institutions in order to provide medical care for children and adults. Through these projects, Hannes Schmid and Smiling Gecko help to build a sustainable future for people living in poverty. Hannes Schmid, an extraordinary artist, looking far beyond the camera lens. His focus is always on art, and his fellow human beings are always close to his art. He's an artist who traveled the world and captured his personal treasures with his camera. He's a globetrotter who's found his place in a family at any place in the world, be it in Africa, Bolivia, America, Shanghai, China, or in the deepest jungle of Borneo. Die ganze Welt war mein Zuhause.
viele Leute fragen mich so, wieso machst du das? Ich habe einen Sohn, der ist 12. Ich habe eine Tochter, die ist 14. Meine Frau ist Chinesin. Meine Kinder leben in der Schweiz. Meine Kinder haben Recht. Sie haben Recht auf Bildung. Sie haben Recht auf medizinische Versorgung. Sie haben Recht auf sauberes Wasser essen. Sie haben Recht auf ein Zuhause. Und sie haben sogar Recht auf Liebe. Wir haben über 30'000 Kinder in Phnom Penh, die auf der Müllhalde leben, in den Slums leben, die eigentlich die gleichen Rechte hätten. Und niemand gibt ihnen es. Ich finde, wir schreiben nicht 1820, 50, 90 oder irgendetwas. Es ist fast 2015. Wir können das einfach nicht mehr so erdulden. Es hat einen ganz grossen ökonomischen Hintergrund. Laut der UN haben wir fast 790 Millionen junge Menschen in Asien, die schlecht gebildet sind, keine Bildung haben, schlecht ernährt sind, krank sind. Wir sind angewiesen, die nächsten 75 Jahre, dass wir Neumann produzieren können, wo es günstiger ist, wie 57 Franken Durchschnittsstundenlohn. Aber nicht billig. Unser Problem ist aber, wenn die Menschen nicht gesund werden, wenn sie nicht zu einer Bildung kommen, dann können sie für uns nicht arbeiten. In China steigen die Löhne um 30-40% pro Jahr. Im Süden, in Shenzhen, gehen Textilfabriken zu. Man macht Outsourcing nach Kambodscha, weil dort Frauen nur 11 Rappen kosten pro Stunde. 12 bis 17 Stunden arbeiten, 7 Tage in der Woche, macht $75. $35 müssen fürs Bett zahlen, was mit einer anderen Frau teilen müssen. $2 brauchen sie zum Essen. Es hat kein Geld Ende Monat. Wenn die Menschen aber nicht zur Bildung kommen, weil Technologie immer weitergeht, können die Menschen für uns in 10, 15 Jahren nicht mehr produzieren. Bis dann sind es aber nicht mehr 790 Millionen, bis dann sind es 1 Milliarde. Wir können uns nicht leisten, dass es 1 Milliarde Menschen gibt, die nicht arbeiten können, nicht arbeiten für uns, nicht Geld verdienen können, dass ihre Kinder in die Schule können. Und was noch ganz verrückt ist, die nicht konsumieren können. Das, was wir innovativ entwickeln bei uns, das muss irgendwo gekauft werden. 1 Milliarde Menschen, das ist ein Riesenpotenzial. Und das müssen wir schauen, dass das irgendwo in eine Balance kommt. Ich danke vielmals. Hannes Schmidt, zuerst mal herzlichen Dank für deine Improvisationen, die wirklich perfekt sind abgelaufen. Wie der Thomas Sterchi ja vorhin gesagt hat und mit der Krigo Hirsig darauf aufmerksam gemacht hat, manchmal muss etwas missraten, damit noch etwas Neues entsteht und wir jetzt noch ein bisschen mehr erfahren über deine Geschichte. Hannes, jetzt haben wir gedacht, eigentlich ja Bilder, Fotos, das ist das, was dein Leben bestimmen. Ist das so? Ja, nein, nur jetzt ist, hat man ja ganz einen anderen Eindruck bekommen. Ja, aber es war immer der Weg zum Bild. Das Bild hat mich ja nie interessiert. Ich habe 1,4 Millionen Bilder im Archiv, ich habe es nie angeschaut. Also es interessiert mich nicht das Bild. Der Weg zum Bild, das ist meine Geschichte. Und, wie gesagt, als ich dann auf die Müllhalde war, habe ich natürlich das fotografieren, ich wollte ein Buch machen. Aber ich konnte es nicht digital fotografieren. Das ist irgendwo, das war nicht. Ich habe wie halt Konzern Photography in den 40er Jahren angefangen. Eine Kamera, eine Linse, eine Handvoll Rolle Negativfilm. Und das hat mich so näher zu diesen Menschen gebracht, dass ich am Schluss nicht konnte Danke vielmals sagen, ich habe jetzt mein Buch und wieder gehen, sondern ich bin ein Teil von diesen Familien geworden. Und es gibt ein Buch über das, das heisst Hannes Schmidt in Photography. Und das zeigt eigentlich das, was ich dort so tief erlebe und was mich auch so berührt. Vielleicht noch zu dem Mädchen, wo ich gefunden habe oder wo wir gefunden haben. Seit 5 Jahren haben wir sie unterstützt. Sie war nie in der Schule gewesen, vor allem. Man muss sich das so vorstellen. Wir haben sie mehrfach operieren lassen, dass sie wieder essen konnte. Sie ist heute in der Highschool. Das Mädchen hat aufgeholt. Man kann es nicht glauben. Sie hat vor ein paar Monaten den 18. Geburtstag gehabt. Und wir haben sie dann eingeladen nach Phnom Penh vom Waisenhaus. Und dann hat sie gesagt, Mr. Hannes, I want to become a lawyer. I want to go to the high school. I want to study. Weil ich habe die nur angeschaut, ich meine, die aus dem Nick. Und dann gesagt, ja, wieso willst du denn du ein Anwalt werden? Sie sagt, well, then I can travel the world with you. Ich sagte, ja, gut. But is there another reason? Dann hat sie gesagt, ja, sie will die Welt bereisen. Sie will allen Menschen ihr Gesicht zeigen. Dass kein anderes Mädchen, das sie muss erleben, was sie hat müssen erleben. Herzlichen Dank. Hannes Schmidt, merci vielmals.